Lisa, welche Erinnerung hast du an deine erste Begegnung mit Pamela Papst? Ich saß im Auto, bin zu ihrer Kanzlei gefahren und dachte mir auf dem Weg immer, wie begrüße ich die? Ich hier rein und dann klingelte ich und dann wurde die Tür aufgerissen und ich landete in Armen. Oh. Und dann hieß es, schön, dich kennenzulernen. Und das war Pamela. Ne? Also von daher, das ist mein erster. Und so ist, hat sich das auch weiter so entwickelt. Körpernah. Genau. Pamela, kannten Sie Lisa vorher? Oder warum diese herzliche Begrüßung? Also ich kannte sie vorher nicht. Sie wusste auch nicht, wer ich bin. Ich wusste auch nicht, wer sie ist. Sie hat gesagt, wenn Frau Ferres reingekommen wäre, das wäre was gewesen. Die hätte ich erkannt. Nein, also ich wusste nicht, wer sie ist. Ich wusste auch nicht, welche Rollen sie gespielt hat. Ich hatte dann im Vorfeld zwar mal im Internet dann auch geschaut und festgestellt, dass sie eine Rolle gespielt hat, wo ich sie dann doch letztendlich zuordnen konnte. Aber es war nicht so, dass ich den Namen gehört habe und wo so, jetzt kommt die und vielleicht total Panik geschoben habe, sondern ich bin einfach ganz offener, fröhlicher, freundlicher Mensch und habe sie genauso begrüßt, wie ich vielleicht auch andere Menschen begrüße, die zu mir ins Büro kommen. Also einfach völlig ohne Vorbehalte sozusagen. Ich wusste ja, dass wir was Tolles zusammen machen wollen und deswegen habe ich dich auch so fröhlich und freundlich begrüßt. Und ihr seid echte Freundin geworden, ihr beiden. Absolut. Ne? Zusammen sind wir unschlagbar. Pamela, ich würde erst mal gerne so ein bisschen Ihren Werdegang verstehen. Wann haben Sie zum ersten Mal den Wunsch verspürt, Anwältin zu werden? Also ich war 11 Jahre alt, als ich mit meiner Mutter beim Rechtsanwalt war. Hintergrund war, dass mir vorgeworfen wurde, als Zweijährige Waren bestellt und nicht bezahlt zu haben. Dem Warenhaus bin ich heute noch dankbar. Und ich war, wie gesagt, mit 11 Jahren beim Rechtsanwalt und war so begeistert und fasziniert davon, wie dieser Rechtsanwalt gesprochen hat, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, du, so wie der Mann spricht, möchte ich auch gern sprechen können. Und dann hat meine Mutter gesagt, dann musst du Jura studieren. Und das war eigentlich, sage ich mal, so der Ausgangspunkt, Jura. Und das hat sich dann durch das Sehen, ich benutze die Wörter auch so wie andere Menschen, durch das Sehen von Liebling Kreuzberg im Fernsehen dahingehend verdichtet, dass ich dann eben auch den Wunsch hatte, Rechtsanwältin zu werden. Vor dem Jurastudium stand dann ja noch die Schulzeit. Die war in den ersten Jahren, glaube ich, sehr positiv, habe ich gelesen. Und dann kamen Sie in die weiterführende Schule und haben starkes Mobbing erlebt. Wir hatten das neulich auch als Thema hier in der Sendung bei 3 nach 9. Was ist Ihnen da passiert? Genau, also wie gesagt, am Anfang war meine Schulzeit wirklich eine sehr glückliche Schulzeit. Und ab der 7., 8. Klasse bin ich ein totaler Außenseiter geworden. Alles, was ich getan habe, war plötzlich nicht mehr richtig. Man hat mir Sachen weggenommen und nur gegen Geld zurückgegeben. Man hat böse Wörter, das F-Wort, auf meine Jacke drauf geschrieben. Man hat mir in die Haare geschnitten. Man hat meine Haare angebrannt. Also man hat einfach mich total ausgegrenzt. Ich musste alleine in der letzten Reihe sitzen und plötzlich war nichts mehr richtig, was ich gemacht habe. Die waren eifersüchtig auf meine guten Noten. Ich war auf einer normalen Schule. Ich bin integriert beschult worden, also mit ausschließlich sehenden Kindern. Mein gutes Verhältnis zu meinen Eltern war plötzlich nicht mehr richtig. Also ich wusste überhaupt nicht, was ich falsch gemacht hatte, aber es war einfach alles falsch. Was hat Ihnen geholfen, das durchzuhalten? Zum einen natürlich meine Eltern, die immer hinter mir gestanden haben, immer zu mir gestanden haben. Und das Gericht. So verrückt es klingt, das Gericht hat mir geholfen. Ich war parallel das erste Mal in einer Gerichtsverhandlung im Kriminalgericht in Berlin. Ein sehr schönes altes Gerichtsgebäude auch. Und der Wunsch, der unbedingte Wunsch, dort arbeiten zu wollen, der hat mich sozusagen das alles überleben lassen. Weil ich wusste, ich muss das Abitur schaffen, ich muss Jura studieren. Und deswegen muss ich es irgendwie durchhalten mit diesen Idioten, die da um mich rum waren, damit ich in dieses wunderschöne Gerichtsgebäude kommen und Teil dieser Gesellschaft dort werden darf. Und kein Mensch hat Ihnen geholfen an der Schule? Ich hatte einen sehr netten Schuldirektor, der leider inzwischen auch schon verstorben ist, was ich sehr traurig finde. Ich hätte ihm sehr gerne auch sozusagen daran teilhaben lassen. Der stand sehr zu mir. Und es war halt so, dass wir Gespräche geführt haben. Das war dann so, dass 25 Kinder vor mir saßen und alle mal sagen durften, was sie an mir blöd fanden. Es war so ein bisschen wie eine öffentliche Steinigung, kann man sagen. Ja, wir waren eine Integrationsschule, es durfte auch nicht zu hoch kochen, was da los war, weil wäre dann irgendwie auch nicht so toll gewesen, wenn es dann heißt, wir machen Integration, aber es läuft irgendwie nicht. Also
ich hatte schon auf der einen Seite Hilfe von der Schule, aber auf der anderen Seite habe ich mich trotzdem sehr alleingelassen gefühlt. Warum um alles in der Welt mussten Sie in der letzten Reihe sitzen? Ja, also warum haben die Lehrer dann nicht interveniert? Ja, also es war einfach so, im Chemieunterricht saßen halt alle vorne dann schon und in der letzten Reihe war halt noch was frei und dann saß ich dort eben und die Lehrer haben dann so Sachen gemacht wie, jetzt kümmert sich jeder mal auf der Klassenfahrt 30 Minuten um mich, aber das ist natürlich auch blöd, wenn es den Leuten dann so aufgezwungen wird, ja. Sie haben das durchgehalten, diese Zeit, weil Sie diesen unbedingten Wunsch hatten, Jura zu studieren. Sie haben dann tatsächlich auch angefangen, Jura zu studieren. Jetzt stelle ich mir das so vor, dass man da unglaublich viel lesen muss. Das ist richtig, ja. Gesetzestexte auch lernen muss. Wie haben Sie das gemacht? Also rein praktisch. Ja, also es ist so gewesen, dass vielleicht vorweg sozusagen bei Leuten, die nicht gut sehen, alles ja über die Sprache läuft. Und die Sprache ist der Schlüssel. Und ich hatte Kommilitonen, die mir vorgelesen haben im Studium, die in der Bibliothek gesessen haben, viele, viele Stunden und mir vorgelesen haben. Ich hatte Lehrbücher, die auf Kassette aufgelesen waren. Kassetten, das sind solche kleinen quadratischen Dinger mit zwei Löchern drin, da ist ein Band. Unser Publikum ist nicht so jung, die kennen das. Und meine Mutter hat mir unglaublich viel vorgelesen. Also vorlesen, einfach vorlesen, vorlesen, vorlesen. Das heißt, auf der Universität haben Sie dann hilfsbereite Mitstudenten gehabt. Es war anders als auf der Schule. Absolut. Also ich bin auch der Meinung, dass es in der Schule daran gelegen hat, es werden halt 30 Kinder in eine Klasse gesperrt und es wird gesagt, ihr müsst euch jetzt miteinander vertragen, ob das nun klappt oder nicht. Und in der Uni, da verläuft es sicher viel mehr. Ich werde sicherlich auch da Leute gehabt haben, die mich nicht leiden konnten. Das gibt es ja überall. Aber es war halt so, dass die sich zusammengetan haben, die wirklich miteinander etwas zu tun haben wollten. Und bei mir sind viele angekommen, die mit mir was zu tun haben wollten, die mich unterstützt haben, die mich ins Herz geschlossen haben und zu denen auch heute noch Kontakt besteht zum Teil. Wie ging es Ihnen, als Sie dann das Staatsexamen in der Tasche hatten? Ich war total glücklich, natürlich, weil das war ja die Eintrittskarte sozusagen. Das erste Staatsexamen war ja auch ein großes Stück Arbeit. Fürs erste juristische Staatsexamen musste ich 9 Klausuren schreiben, wo die Sehenden normalerweise 5 Stunden schreiben. Ich habe pro Klausur 7 Stunden schreiben dürfen aufgrund der Schreibzeitverlängerung. Und es ist schon ein großer Akt, morgens um 8 anzufangen und 7 Stunden später aufzustehen und dann fertig zu sein mit der Klausur. Es war schon ein großer Stein, der einem da vom Herzen gefallen ist. Dann kam ja das Referendariat, also die praktische Ausbildung. Und danach kam ja noch mal ein zweites Staatsexamen, noch mal 7 Klausuren, noch mal pro Klausur 7,5 Stunden dann. Wie haben denn die anderen Juristen auf Sie reagiert dann im praktischen Jahr? Also die Reaktionen waren sehr gut. Es ist so gewesen, dass es niemanden gab, der jetzt in dem Sinne mir das nicht zugetraut hätte. Ich war ja am Gericht tätig in dieser Zeit. Ich war bei der Staatsanwaltschaft tätig und ich war im Gefängnis tätig. Und also eigentlich sind mir die Leute dort auch mit Anerkennung und Bewunderung entgegengetreten, weil sie auch gemerkt haben, dass ich eben ein intelligentes, junges Mädchen bin, die eben auch weiß, was sie möchte. Und ich bin den Leuten immer sehr offen entgegengetreten und habe auch gesagt, wenn ich Hilfe brauchte. Und es war dort nie ein Problem. Ich habe mich sehr anerkannt und sehr wohl gefühlt auch. Sie leiten jetzt seit 11 Jahren eine eigene Kanzlei in Berlin. Mhm. Wie sieht Ihr gewöhnlicher Tag aus? Genau, also ich habe 2007 mich selbstständig gemacht als Rechtsanwältin. Und also mein gewöhnlicher Tag jetzt als Rechtsanwältin beginnt so gegen 8 Uhr ungefähr. Ich habe zwei Vorleserinnen, also das heißt Arbeitsplatzassistentinnen, die steinigen mich jetzt, wenn ich Vorleserin sage. Also zwei Arbeitsplatzassistentinnen. Die eine kommt um 8, liest mir die Tagespost vor, scannt Post ein, liest sich die Schreiben durch, die ich selber an meinem sprechenden Computer getippt habe. Ich schreibe also mit 10 Fingern auch. Dann kopiert sie zum Beispiel Akten. Ich gehe dann ans Telefon, telefoniere mit den Leuten. Während ich telefoniere, tippe ich in meinen Computer. Also ich schreibe, wie gesagt, mit 10 Fingern blind. Der Computer liest mir währenddessen vor, was ich da reintippe. Dann lege ich Sachen unter mein Vergrößerungsgerät. Dann gehe ich vielleicht irgendwann im Laufe des Tages zum Gericht. Da gehe ich entweder allein oder eine meiner Assistentinnen geht mit mir mit.
Am Nachmittag kommen die Mandanten, da habe ich dann eine zweite Arbeitsplatzassistentin. Die eine geht um 15 Uhr und die andere macht dann von 15 bis 18 Uhr Anwaltssitting sozusagen. Und ja, wie gesagt, dann kommen die Mandanten. Teilweise gehe ich nachmittags mit meiner Assistentin ins Gefängnis. Und um 18 Uhr mache ich dann die Tür zu und sage, jetzt will ich keinen mehr sehen. Lisa, Sie haben diese typischen Arbeitstage auch begleitet. Mhm. Was haben Sie gedacht, als Sie das so erlebt haben? Schock. Schock. Also wenn Pamela das so beschreibt, diesen Arbeitstag, dann klingt das ja so beschaulich. Das mache ich dann das und dann mache ich das. Und dann mache ich das und dann mache ich das. Und ich habe auch im Blindenverein gelernt, dass man als blinder Mensch eine Sache nach der anderen tut, damit man nicht durcheinander kommt, weil man nicht mehr weiß, wo man aufgehört hat und wo man angefangen hat. Der Blindenverein kennt, glaube ich, Pamela Papst nicht. Weil Pamela macht alles gleichzeitig, wenn ich bei ihr in der Kanzlei bin. So hat es ja angefangen. Also angedacht war, dass ich für die Vorbereitung der Heiland einfach mal zu Pamela gehe, ihr Hallo sage, in die Kanzlei gehe, einmal mit zu Gericht und das soll es gewesen sein. So, und dann saß ich aber das erste Mal in der Kanzlei und alles, was sie beschreibt, passiert gleichzeitig. Dieser Screenreader liest nicht so wie Siri, schön gemütlich mit einer schönen Stimme, sondern in einer ganz brachialen Stimme. Brrr, mechanisch, den sie auch irrsinnig schnell gestellt hat, damit es eben Zeit, nicht so viel Zeit kostet. Dann 10-Fingersystem gleichzeitig. Pamela, du richtest die Stimme, weil sie nicht genau weiß, wo wer sitzt. Es ist alles gleich laut. Das heißt, sie erklärt mir was, während sie ihrer Assistentin was erklärt und dem Regisseur, wenn er noch dabei war, oder auch mal schnell im Telefon was. Da hat sie mir teilweise noch Fälle so ein bisschen übersetzt, dass ich mitbekomme, um was es geht. Und das ist irrsinniger Lautstärkenpegel. Mhm. 2 Stunden, dann ist bei mir da durch. Gehe ich mal kurz einen Kaffee trinken und dann komme ich gerne wieder mit zu Gericht. Das Gericht ist dann dagegen sehr, sehr beschaulich. Ja, und Gericht ist natürlich, nee, es ist spannend. Gericht ist toll, mit dabei zu sein. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so spannend ist. Strafverteidigung ist natürlich auch besondere Fälle für mich, wenn man es nicht jeden Tag macht. Ja, das sind die schweren Jungs. Nicht nur Jungs, also alles mit, auch ist alles dabei. Das auch Mädchen, aber es gibt dabei auch ein paar schwere Mädchen, aber eher weniger. Wie reagieren denn Ihre Mandanten auf Sie? Ja, also es ist so, die wissen inzwischen, denke ich, dass ich blind bin und kommen halt trotzdem. Und es ist auch interessanterweise eigentlich jetzt gar nicht im Mandantengespräch das Thema, dass ich blind bin. Also es geht jetzt nicht so, dass die Tür aufgeht und Entschuldigung, ich bin übrigens blind, aber kommen Sie mal rein. Sondern man spricht einfach mit den Leuten, wenn es dann was vorzulesen gibt, dann sagt man, können Sie mir das vielleicht einfach eben schnell mal vorlesen. Mir ist die Schrift zu klein und dann diskutiere ich mit denen auch gar nicht, wie viel ich sehe, sondern ja, der ist einfach da. Derjenige, es kommen natürlich später, wenn man sich länger kennt, vielleicht auch mal Fragen, die ein oder andere Frage, wie ich bestimmte Sachen mache. Aber eigentlich wird meine Blindheit nicht unbedingt zum Thema gemacht. Wie gesagt, inzwischen wissen es die Leute und durch Mund-zu-Mund-Propaganda kommen sie viel und zahlreich und gern. Ich hatte auch schon einen Mandanten, der gar nicht gemerkt hat, dass ich blind bin. Der wollte mir dann ein Buch schenken und hat dann erst auf meiner Internetseite gelesen, dass ich blind bin und hat dann Angst gehabt, mir ein normales Buch zu schenken. Aber da konnte ich ihn dann beruhigen. Mhm. Welche Vorteile hat es denn vielleicht auch, wenn man die Mandanten nicht sehen kann? Also Justitia trägt ja auch eine Augenbinde. Genau, also Justitia trägt auch eine Augenbinde, damit sie eben ohne Ansehen der Person eben urteilt. Und also natürlich ist es so, dass ich die Menschen nicht nach dem Äußeren beurteilen kann und dass ich natürlich sehr fokussiert bin auf die Person. Also wenn ich jetzt mit Ihnen mich unterhalte, dann sind Sie sozusagen das, worauf ich mich konzentriere, wie bei so einem Flugzeug, so einem Landeanflug sozusagen. Ich bin genau auf Sie fokussiert und wenn der Herr Rieu jetzt irgendwas mit den Händen macht oder jemand anders hier in der Runde sozusagen, dann kann ich mich davon... Du hast meine Socken nicht gesehen. Ja, ich habe die Socken... Genau, ich habe die Socken nicht gesehen. Aber vielleicht hat sie gerochen. Man weiß es nicht. Ich habe sie auch nicht gerochen. Also ich kann mich davon nicht ablenken lassen, bin dadurch natürlich sehr fokussiert auf die Person, was die mir auch manchmal sagen. Und ja, das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Ich kann, glaube ich, sehr gut zuhören und lass mich nicht ablenken. Aber ich bin natürlich nicht vorurteilsfrei. Die Vorurteile werden halt nur auf einer anderen Ebene gebildet. Wenn halt eben die Socken riechen oder wenn einem die Stimme nicht gefällt oder wenn einem irgendwie die Hände total nass und glitschig sind oder so, dann werden die Vorurteile natürlich auf dieser Ebene gebildet. Ja. Lisa, Sie haben gesagt, das war die anspruchsvollste Rolle, die Sie je gespielt haben. Warum? Weil so viel zusammenkommt. Die Dreharbeiten an sich sind, weil es immer enger wird und man immer weniger Drehtage zur Verfügung gestellt bekommt für einen Film oder jetzt für eine Serie. Das heißt, die Drehzeit an sich ist schon anstrengend. Und hier kam einfach dazu, dass
die Blindheit zu spielen, die wir bewusst ohne Brille gespielt haben. Also ich habe nie eine dunkle Brille auf, sondern man sieht der Romy Heiland immer ins Gesicht. Deswegen haben wir es auch gemacht, dass man nah an ihr dran sein kann. Und es bedarf einfach einer irrsinnigen Konzentration, das immer herzustellen in jeder Minute. Das geht mal besser und mal schlechter und es gibt Szenen. Warum? Weil die Augen nicht fokussieren dürfen? Genau, die Augen dürfen nicht. Also ich versuche mich absolut aufs Gehör zu konzentrieren und mache die Proben auch meistens mit geschlossenen Augen. Also wenn es jetzt nicht gerade ein Gang im Straßenverkehr ist oder so. Aber ansonsten mit geschlossenen Augen und mache dann eigentlich zum Filmen sozusagen die Augen auf. Und dann sind aber Szenen, wie zum Beispiel jetzt diese hier zu sitzen und ich müsste blind spielen, das wäre für mich wahnsinnig anstrengend. Genau aus dem Grund, was Pamela sagt, ich würde mich ständig ablenken lassen. Insbesondere, wenn ich nichts zu tun habe. Also wenn ich dabei bin zu reden, dann ist es weniger schwer, aber wenn ich zuhöre und dann aber das ja alles sehe, fällt es mir sehr schwer. Es ist leichter, wenn ich mich als Romy Heiland bewege, durch die Straßen bewege oder in Aktion bin, fällt es mir leichter. Da wir aber beides haben, gibt es einfach Tage, wo ich sehr an meine Grenzen gekommen bin. Bei welchen Situationen konkret? Naja, im Gericht die ganzen sehr, sehr langen Plädoyers. Da war auch noch bei einem Plädoyer Pamela mit dabei, mit ihrem Mann, der auch noch Rechtsanwalt ist. Und dann halt mal so ein Plädoyer mit lauter so auch noch so. Das kommt ja auch noch dazu. Die Sprache ist natürlich, das sind nicht immer Worte, die ich so unbedingt benutzen würde. Und mich da zu fokussieren auf das, was ich sage und mich nicht ablenken zu lassen von all den Leuten, die da noch sitzen. Es ist ja auch noch das Team um mich rum. Mhm. Wenn am 4. September um 20.15 Uhr die Heiland ausgestrahlt wird, werdet ihr zusammen gucken? Und ich sage jetzt bewusst zusammen gucken. Wir haben schon so oft zusammen geguckt. Wir haben schon so oft zusammen geguckt. Die erste Folge haben wir, glaube ich, schon viermal gesehen. Ja, oder so. Immer Presseevents oder man so. Man kann sie immer wieder gucken. Also ich werde zu Hause gucken mit meinen Eltern und du wirst dann sozusagen in meinem Herzen sein. Genau. Und ich darf euch verraten, dass ich an dem Tag eure Vorgruppe sein werde mit der Tagesschau. Yes! Freut mich davon!